Sag was. Sag was, du kannst es Heidi zeigen. Was denn? Irgendwas? Ja, hallo, moin Heidi. Ein schöne Grüße von Gerli, ne? Also, ich hoffe, ich sehe dich ja mal wieder, ne? Vielleicht nächsten Jahr oder so, keine Ahnung. Dann kommst du mal hoch vom Hafen in der Zeit. War ja schon. Ja, da war Alida. Alida war die... Und die Queen Mary. Ja, die kommt dann da, ja. Taubfahren, ne? Ich habe dich schon mal gesehen. Aber ja? Ein schönes Auto. Nee, aber das in HD, ne? HD, ja. Oh. Hast du auch HD-Fernseher? Nee. Hast du HDMI-Anschluss? Nee. Dann nützt dir das beste HD nichts. Brauchen wir nicht. Ich weiß nicht. Um 7 ist Empfang. Nicht, dass Chris ja mit dir anblatt. Ist das ein Ohrduschen oder wo? Ich weiß nicht, wo der ist. Oder ist hier frei? 7 ist Empfang. Ja. Sieben ist Empfang. Um halb 8 holen die Männer das um Schwein. Um halb 8 und das Schwein um 8 ist Essen. Genau. Und wann wollen wir dann? Zwischendurch. Habt ihr was vor? Ja, wir wollen ein bisschen singen. Gut. Mit Anja allen? Singt. Anja singt, ich höre zu. Nein, mit allen. Ja, das hat er aber vorhin ja schon mal gesagt. Nee, muss ich mit Dames Konzert durchlaufen. Ne, durch die ganze Wärme, die wir jetzt hatten, trocknet das natürlich aus. Man kann den eine halbe Stunde. So, ist weniger Zeit. Ich kann hier wohl nicht hin. Ich muss ja festhalten für die Heidi, weißt du? Für Heidi? Ja, Heidi! Heidi. Ich liebe dich! Sein Lacher mal drauf oben. Du musst doch mal sein Lacher drauf oben. Drei Fall kannst du legen. Der Raum ist da. Ja. Nee, nie und nimmer. Aber das Messer auch nicht vergessen, ne? Wo ich die Arschbombe gemacht habe, ne? Ja, ich war zu Besuch bei ihr. Vor 8 Jahren? Ja, das ist 10 Jahre her. Ja, lass uns mal schwimmen gehen. Da. Und jetzt ist der oben auf dem Dreier hoch. Voll die Arschbombe gezogen. Und sie, boah, das hat der ganze, als ob die Scheiben kaputt gegangen sind. Das Becken war leer, weil sie kein Wasser mehr drin ist. Ich bin voll unten auf den Grund aufgekommen. So tiefer gehauen, ey. Schlimm, mit dir kann man nicht hingehen. Nirgendwo kann man denn hingehen. Kann man nicht. Kommt doch so heilige Abend wieder in die Kirche mit Jesus, Schlatsch und Jocken und in die Kirche den heiligen Abend. Durch. Nee. Ich hab da ein Signi-Recht. Was hab ich gemacht? Ich bin mal losgefahren, haben mir eine Jeans gekauft. Wurde. Hose, der Weihnachten und Grundfass. Weihnachten? Ja. Was hab ich da gemacht? Jesus, Schlatsch, das andere hab ich mir so schlapper Jockenhose.
So wolltest du die Kirche gehen? Nein, nein, nein. Dann siehst du aber, ja? Dann siehst du aber. Was ist das denn? Man nennt ihn auch den Kulturbanaus. Bald gelebt, hab ich? Bald gelebt? Wieso bald gelebt? Und weiter hast du eine Hütte gehabt, hast du wohnt. Wo? Was die Ingo das war, wenn ich nur weiß. Ach, du meinst es damals, damit früher? Ja. Was die Ingo ist doch. Was meinst du jetzt? Weiß ich nicht, war die damals? Doch, Ingo ist doch. Ja, Ingo ist doch danach. Aber Ingo war ein schönes Haus eigentlich. Ja, da Mama und Papa noch gewohnt und nach Hause. Musik fängt an. Ich mache immer Dam Dam. So. Konzentration, ey. Einsatz verpasst. Einsatz verpasst. Nochmal von vorne. War ja Probelauf. Das macht ja tatsächlich. Hans Walter, singen. Du musst anfangen. Du. Ja. Warte. Weine nicht, wenn du 60 wirst. Dam, dam. Dam, dam. Wir sind hier und wir sagen dir Dam, dam. Dam, dam. In der Hose brennt es lichterloh. Dam, 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 dam. Räum mal Zucker und auf Gift. Ja, das wünschen wir euch. Wünschen wir dir heut. Marmorstein. Everybody time! Marmorstein und Eisenbrick!
mein Bruder macht gleich so aufwachen. So, wir haben denn mal jetzt noch was, was nicht so ganz so peinlich wird? Lauter! Mach deine Ohren auf! So, Geburtstagskind, du hast es vernommen, soeben ist ein Päckchen angekommen. Das ist schon Kind. Doch sei im Leben immer schlau und gib's zum Öffnen lieber der dir nebensitzenden Frau. Nun ist es in deinen Händen, du darfst es aber nicht verwenden. Denn jetzt gehört das Päckchen noch nicht dir, gib es dem Herrn, der am weitesten sitzt von dir. Oh, schon da. So, zwar ist ihr Kleid sehr hübsch und fein, doch ihnen gehört das Päckchen nicht allein. Nee. Zu früh gefreut, jetzt platzt die Blase, sondern gebt es dem Herrn mit der größten Nase. Ralf, 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 komm! Es gibt einen Spruch, ne? Nein. Du wirst aber nicht hören. Ja. Ich sag's nicht. Hat sie ja ewig biologisch. Die größte Nase haben sie bestimmt nicht. Denn gemessen hat die ja keiner. Doch im Päckchen ist nichts. Im Päckchen ist nichts aus dem Laden. Nun geben Sie es der Frau mit den schönsten Waden. Ja, das ist doch ein Problem. Fuß auf dich! Ja, Fuß auf dich! Die haben wirklich schöne Waden. Ja, aber erstmal Preis auf Tisch. Und schöne Beine haben sie auch. Drum geben sie das Päckchen schnell dem Mann mit dem größten Bauch. Oh, billig war ihr Brötchen sicher nicht. Du stellst es dich mal richtig ins Licht. Jetzt geht das Päckchen weiter auf Tour. Bringen Sie es der Frau mit der schönen Frisur. Das ist doch Standard. Na klar, da kriegt man auch die gleiche Frisur, ne? Um Ihre Frisur sind Sie wirklich zu beneiden, doch nee. Sie sind auch sehr zu bescheiden. Denn das Päckchen ist noch nicht am Platze. Bringen Sie es dem Herrn mit der schönsten Glatze. Rico! Nee, hier mehr. Gerne mehr weniger Haare. Mehr weniger Haare. Aber Enrico, du folgst ihm nicht. Ja. Ihre Glatze ist ja eine große Ehre. Das kommt sicher vom vielen Denken her. Doch heute lassen wir das Denken sein und geben es der Frau mit den schönsten Äuglein. Ich bin so ein bisschen.
Enrico schießt. Ja. Schön wieder. Schön wieder. Ja. Ich auch. Ich hab auch mal nicht mit der Wacke.